Hallo, und wie das Intro schon verrät, sehen wir heute den Boda-Waschel, unseren Bayern, den Chris. Der ist unterwegs mit seinem Type 5 schwer auf der Karte Ruinberg. Und ihr seid hier übrigens bei Hannover Defenders gelandet. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Ja, wie gesagt, Buddha ist unterwegs mit dem Type 5 schwer. Ja, und rockt hier, also dieser Type 5 schwer. Ich bin ja auch immer noch am Überlegen, hole ich mir den oder hole ich mir den nicht. Der ist zwar langsam, aber irgendwie ist diese Kiste wirklich unkaputtbar. Wenn ihr den mit der Maus spielt oder als Gegner Maus Type 5 oder eher ein 100 Type 5, ja, da wird der Type 5 schwer bestimmt gewinnen. Der ist einfach Wahnsinn. Also das ist schon Spieraklotz. Ja, Karte Ruinberg. Buddha fährt hier logischerweise in die Stadt. Alles andere ist mit diesem Ding Humbug. Wobei, ja, wäre immer ganz interessant, wenn man das mal sehen würde, was wohl passiert, wenn der Type 5 schwer in diesen kleinen Vorort fährt. Ja, und mit dem Panzer kann man auch das ein oder andere wagen. Ja, beim so Zusammenstellen denke ich immer so, ach Mensch, ja, ist das denn nötig? Können Sie es da noch schneiden oder da schneiden? Das liegt dann immer ein bisschen an den Umständen, wie viel Zeit ist. Jetzt die letzten Tage waren doch wieder relativ viele Replays und will auch nichts Verkehrtes wegschneiden. Und dann denke ich immer, kommen diese 2, 3 Minuten, das wird dann schon klappen. Ich bin mal wieder mit dem kleinen Tool unterwegs. Ich kann leider nicht so gut die Zahlen erkennen, aber er hat hier schon einige Bouncer. Ist immer noch Full HP, obwohl er da ja mitten im Geschehen ist. Ja. Okay, da hätte ich, glaube ich, gewartet, bis ich diese Front sehe von dem E100, aber Schaden ist ja genug da. Genau. Ich hatte erst zum Schluss gesehen, dass auch unser Fabi, der Panzerreiter des Krieges, mit dabei ist. Aber da habe ich von Fabi, der hat hier noch ein eigenes Replay. Das mache ich heute auch noch fertig und das geht dann noch online. Ja, Patsch. Ja, ich glaube, diese Karte hier die wird einfach nur über diese Stadt gewonnen. Vorort ist auch wichtig. Und ja, halbe, halbe. Also die schweren gehören definitiv hier zu Emil Friedrich 1-2. Da spielt sich das alles ab. Ein bisschen Glück ist dabei. Aber wie gesagt, Type 5 schwer. Boah, ist schon Kracher. Ja, hier hätte ich ruhig ein bisschen schneiden können, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Ich bin jetzt auch gleich ruhig. Ihr könnt ein bisschen noch der Musik von Heimo lauschen. Immer noch Full HP ist eigentlich ohnehin einfach nur ein Tier.
Ja, kommt da. Ah. Menschenskinders. Knapp. 5-5, wenn ich das richtig sehe. Bruder immer noch Full AP. Obwohl er da ja eigentlich, ja, gut unter Beschuss genommen werden könnte. Ja, schön durch den Sehschlitz, durch die Nische weggeknallt. Und auch mal ein bisschen Schaden genommen. Ja, das ist dann, glaube ich, der Moment, wo sich das Spiel dann dreht. Obwohl die letzten Monate habe ich häufig das Gefühl gehabt, es ist dann eine ganze Zeit lang, sieht es eigentlich ganz gut aus und dann schlägt das irgendwann ruckzuck um und man denkt, ach Mensch, das war ja eigentlich im Sack, aber dreht sich dann doch noch ins Negative. Aber oder ist ja nun Glückskind. Außer Hüfte. Ah, schöne Kelle mitgegeben. Ja, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man sagen muss, so komm, nach vorne oder also es muss dann irgendwas geschehen. Patsch. Ja, schön rausgelockt. Ja gut, hier hätte ich rein theoretisch noch was wegschneiden können. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren Bescheid geben, ob euch das zu lang ist. Also ich denke immer manchmal, ja, so viel Zeit ist auch immer nicht da, aber da hätte ich natürlich dann doch das eine oder andere wegschneiden können, glaube ich. Noch ein Gegner. Ja, auf jeden Fall schönes Spiel. Unkaputtbar. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Der ein oder andere Kommentar, da würden wir uns drüber freuen. Abo wäre super. Ja, ihr seht hier jetzt gleich noch die Gefechtsergebnisse. Und ja, ich sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Terrorzwerg. Tschö.